Willkommen zurück zu Tekken 7. Jetzt bin ich irgendwie total still. Ja, letztens hatte ich eine kurze Aufnahme gemacht, wegen, ja, weil es zu spät wurde. Jetzt werde ich mit Katharina die restlichen zwei Ränge aufsteigen lassen. Und danach kommt ein anderer Charakter, ein nicht menschlicher Charakter. Ja, nun, wo ist denn mein Block hin? Ich höre jetzt schon die Karte. Ah, hier. Mein erster Gegner ist gleich. Ah, so. Sergei Dragunov. Na, ich war noch nicht richtig bereit, deswegen habe ich nicht übersprungen. Ob heute alles besser läuft als gestern? Nein! So! Round 2. Fight! Oh, ein perfekt. Na, ohne Dings, sagt schon. Mann, wie heißt denn das? Dieser Challenge. Mann, wie heißt es? Ohne diesen Modus mit. Schon wieder ja. Mann, Alter, ich komme jetzt im Finish auf dem Wort. Achso, mit doppelten Schaden, so. Aua, das tat weh! Hitman! So! Aua! Bob ist als nächstes dran, aber ich suche gerade einen Stift, deswegen überspringe ich jetzt gerade die Animation nicht. Und die Beförderungschance sehe ich gerade. Also der erste Part wird definitiv Katharina mit dem nicht menschlichen Charakter. Da wird es wohl sein. Es sind ja nur, warte mal, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber die Frage ist, welche 6? Aber bestimmt seht ihr ja schon im Titel, also bräuchte es ja großartig nicht mal zu verheimlichen. Es sei denn, ich schneide es so, dass nur Katharina in dieser Folge rankommt. So, aber erstmal kommt nur noch ein Rangaufstieg. Och nein, Alter. Ja, Akuma ist zum Beispiel ein nicht menschlicher Charakter. Er ist ein Dämon. Wer noch? Devil Jin gehört noch dazu. Elisa
Akuma, Jack 7 und Yoshimitsu. Aber wie gesagt, im Titel sieht ja schon, wer das ist. Nein! Wieso machst du den Redshot nicht? Eigentlich wollte ich den jetzt machen, aber dann hat er diese Kacke gemacht. Das ist genauso, wenn die Gegner ihr Redshot machen. Dass sie sich auch nochmal schön bewegen können. Ich würde mich überhaupt gar nicht wundern, wenn ich jetzt verlieren würde. Nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich verliere den Kampf. Ja, als ob. Oh, das war richtig knapp. Eigentlich habe ich jetzt halt gerechnet, dass wieder ein blöder Betrug kommt. Ja, als ob. Wie jetzt gerade. Na hier, guck mal, ich kann auch unfair sein. Hast du nicht gedacht, ne? Das siehst du, ich kann mich nicht bewegen. Wichser, Alter. So ein Bescheidsbetrug immer wieder mal. Hey, du kannst es einfach gar nicht. Aber eigentlich müsste ich mich noch bewegen können und nicht... Ach, wir lassen mal den Spieler immer so ein Standbild und er kann ruhig seine Attacken zu Ende machen. Und du Kuh nervst mich nicht. Ich schwöre, wenn ich mit Akuma auch spiele, werde ich auch so machen, dass er häufig verliert. Genauso wie Miguel. Der letzte Move, der war geil. Asgar! Also wieso machst du deine Attacke nicht ändern? Ich sag ja, also wenn Akuma ist es... wenn Akuma das nicht ist, ist es Miguel. Wenn Miguel und Akuma nicht sind, dann ist es ein anderer. Mann! Kurz vor euch dann selber verloren hatte, hatte ihr Redshot nicht gemacht. Deswegen habe ich mich gerade so aufgeregt. Nicht wegen Asuka, sondern wegen Katarina. Und du darfst nicht so gut kämpfen können, du bist sechster dann, Mädchen. Wollte gerade zu ihr Junge sagen. Ich glaube, ich mache diesmal heute auch nur eine kurze Folge. Ja, ich mache heute auch nur noch eine kurze Folge. Also ich mach sie noch bis zum 10. dann. Sind ja fast 10 Minuten. Es sei denn, jetzt kommt dann noch Beforderungschance. Dann, okay, dann werde ich noch ein bisschen so weiterspielen. Boah, der war gut. Aber heute kann ich wieder ein bisschen mit Katarina spielen. Ja, nur weil ich jetzt einmal gegen Akuma verloren habe, müsste jetzt nicht so tun, ach, ich kämpfe jetzt mal wie Akuma.
Ihr mit euren Luschen rennen. Erstaunlich, dass Zecken mich zurzeit immer schnell schlechte Laune verbreitet. Round 1. Fight. Ja. Zwölf da dann, willst du mich auf den Arm nehmen? Also kann ich jetzt wieder damit rechnen, dass ich verliere? Nein! K.O. Round 2. Fight. Ich hab mir gar nicht mitbekommen, dass sie ihre Brille verloren hat. Ist mir auch egal. Stevie! Ah, Velvet Johnson ist auch ein bekannter Geistername. Also jetzt nicht diese Art von Geist, sondern jetzt ein Tekken. Denn eigentlich nennt man die CPU-Gegner halt Geisterdaten so. Und ich weiß, Velvet Johnson kam auch in Tekken Tag Tournament 2 vor. Der Name. Ich glaube auch in Tekken 6. Tekken 5 weiß ich jetzt gerade nicht. Ah ne, Tekken 5, da gab es glaube ich noch nicht die Namen noch nicht, oder? Oder? Ach, keine Ahnung. Mann, der sieht manchmal aus wie Dr. Poskonovic. Der Drachenkopf sieht hässlich aus. Besser gesagt, das ist nicht mein Geschmack. Kazuya. Schon 12 Minuten. Quatsch, 13. Ich hatte mich den Moment in der Zeit vertan. Krieg ich jetzt mal bitte wieder eine Beförderungschance, möchte endlich den 17. Charakter abhaken. Round 1. Toll, wieder einer auf dem 12. dann. XXX Magician, oder wie es ausgesprochen wird. Nein. Ah, jetzt hat's mal wieder funktioniert. Jetzt mit dem Fuß. Das sagt mit dem Knietritt. Nein! Ja. Natürlich hat sie sehr viel Schaden gemacht. So wie bei... Also wo ich auch gegen sie gekämpft habe, wieder mal so besiegt.
Hi. Fight. KO. Round 2. Fight. Lol. Und schöner Mark. Umgedreht. Tiefe Angriffe können stehende Gegner treffen, selbst wenn sie abwehren. Ach ja, mir ist aufgefallen, ich habe am meisten links die Charakteren auf dem 10. dann erreicht statt rechts. Da habe ich gerade mal 4 und Katharina ist jetzt die 5. 4 für viele noch links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Elisa, Bob, Nina, Jin, Dragunov und Yoshimitsu. Na okay, bei jenen ist es quasi ein halber noch dazu, weil man Akuma mitzählt. Denn er ist da quasi allgemein in der Mitte. Ja, mit meinem Gelang. Mensch, schon 17 Minuten. Es wäre ja schön, wenn ich jetzt eine Beförderungschance bekomme. Round 1. Fight. Ach, sogar Turbokampf. Wow, United F kam diesmal nicht vor. Also Steve Fox mit dem Geisternamen United F. Oh, oh, oh. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt wieder. 18 Minuten lang. Also ich habe jetzt 18 Minuten dafür gebraucht, ungefähr. Ja, wie gesagt, das nächste Mal sehen wir uns dann bei nicht menschlichen Charakter. Spitzenfußarbeit. Danke. Aber meine Füße sind nicht spitz. Okay, bis zum nächsten Mal. Beim 18. Charakter. Oder vielleicht bei Tekken Ball. Wer weiß, nee, ich denke mal mehr der nächste Charakter. Bis dahin wird es noch ein kleines bisschen dauern. Aber, naja, okay, gut. Ciao.